Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Helger. In diesem Jahr zum letzten Mal hier in diesem Format zusammen. Aber die gute Nachricht, es geht auch im nächsten Jahr weiter. Aber dazu später mehr. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXWert. Ich freue mich sehr, dass Sie heute live dabei sind und natürlich, dass Dirk wieder für uns die Zeit gefunden hat, nochmal in dieser Woche. Und ja, mal schauen, was die Märkte gleich so machen. Aber vorher müssen wir uns den Risikohinweis anschauen, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig davon müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das, wer schon öfters dabei ist, der weiß das. Und ja, diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ich weiß nicht, wie viele Webinare wir dieses Jahr hatten hier. Dirk, ich glaube 23, 24, irgend sowas. Aber ja, das bleibt natürlich wie gehabt, dass Sie Ihre eigene Entscheidung treffen müssen. Okay, dann gebe ich rüber. Wünsche natürlich allen viel Spaß und viel Erfolg. Aber ich bin ja nicht von der Welt und bleibe bei Dirk natürlich. In der Hoffnung, dass ich heute dann mal alle Knöpfe richtig gedrückt habe, sage ich dann hier auch Hallo und herzlich willkommen zum letzten Live-Trading 2023 mit FX Flat von meiner Seite. Ich hoffe, euch geht's gut. Und diesmal aber, wie gesagt, die Frage vorab, weil letztes Mal habe ich es ja geschafft, irgendwie 5 Minuten drauf loszuquatschen. Und irgendwie hat sich danach herausgestellt, ja, also irgendwie bei YouTube hat es noch gar keiner mitbekommen. Also kurzes Feedback wäre total klasse, weil ansonsten muss ich hier nochmal überall drüber gucken, weil dann fehlt nämlich tatsächlich noch irgendwo irgendwas. Also kurzes Feedback wäre super. Gut, der Nelson hat es ja auch gerade schon gesagt, es ist wie alles immer keine Empfehlung, ne? Ganz klar. Und wir waren ja gerade erst am Freitag hier live zusammen zu den NFPs. Das war ganz okay, ja, also hätte irgendwie besser sein können, aber insgesamt war es okay und zumindest mal halt nichts falsch gemacht und von daher passt schon. Und was heute so wird, weiß ich natürlich nicht. Wie immer ist es so, der Nelson ist im Hintergrund dabei und darf an der Stelle dann auch gerne sein Hallo in die Runde geben, so dass man es auch bei YouTube mitbekommt. Nelson. Ja, sehr gut. Guten Morgen zusammen und ja, ich freue mich, dass auch ihr mit aufgeschaltet habt und wünsche euch natürlich auch viel Spaß heute. Das ist immer so kurz. Ich denke mal, da kommt noch was. Ich will dann zu meiner hier Espresso-Tasse greifen und dann bist du immer schon fertig. Dann hättest du mich vorwarnen müssen, hätte ich mir was ausgedacht. Okay. Gut, alright. So, was machen wir heute? Irgendwas Spezielles ja nicht wirklich. Ne? Ich meine, der Markt läuft immer noch in die gleiche Richtung und das Schlimmste, was dann halt heute passieren kann, ist, dass man genau dem Tag, an dem man die Richtung umdreht, dann in die falsche Richtung unterwegs ist. Und aber das ist halt immer so beim Trading, ne? Ein Trend so, läuft so lange, bis nicht bis er vorbei ist, sondern bis man selbst dabei ist. Und dann dreht es ja halt auch gerne mal um. Aber wir gucken uns das mal an, was das Ganze halt da heute werden könnte. Ich gehe mal direkt rüber aufs Bild hier. Und ich hoffe, ich verzettel mich hier jetzt nicht irgendwie. Ich bin heute wirklich super spät angewiesen. Ich weiß gar nicht, wieso. Irgendwie aufgestanden, wie immer, aber keine Ahnung. Wo ist dein Hemd? Bitte? Wo ist dein Hemd? Wie, mein Hemd? Ich habe da mein Hemd. Das stimmt, mein Hemd nicht. Okay, habe ich nicht gesehen. Ist das ein Hemd? Das Aha. Na gut. Hast du den Nacktfilter drauf? Ich meine den Nikolausfilter. Natürlich. Natürlich, genau. Okay. So, aber wie ich auf jeden Fall auch schon wieder sehe, ist echt was los hier schon wieder recht ordentlich. Das finde ich natürlich total klasse. Und wie der Nelson auch schon gesagt hat, am Freitag haben wir hier, glaube ich, auch irgendwie, waren wir auf jeden Fall in der Pole Position von der Teilnehmeranzahl. Und also was die NFPs angeht, zumindest. Aber auch heute ist echt richtig viel hier, so wie ich da das halt irgendwie sehe. Finde ich natürlich schön. Gut, also kurze Rede, langer Sinn. Ich wollte eigentlich ja gestern auch noch irgendwie oder zu gestern den Blog machen, beziehungsweise den Videoguide auf YouTube, aber ich habe es nicht hingekriegt. Ihr kriegt es ja mit, noch momentan irgendwie andauernd gefühlt kommt irgendwie jeden Tag gerade ein neues Update. Aber ich will das halt eben auch vom Bein haben. Und das Problem ist natürlich, wir hatten in der Beta-Phase, also hier für Live-Charten in Stereotrade, in der Beta-Phase halt leider
relativ wenig Beteiligung. Und das macht es natürlich nicht einfacher. Ne? Da kommt dann nämlich jetzt alles dann logischerweise halt hinterher. Ne? Also wenn das irgendwie die Release schon draußen ist und dann ploppt es halt einfach hier und da mal auf, wo man dann halt eben noch ein paar Schrauben nachdrehen muss. Und das wird auch heute so sein. Das heißt, auch heute wird es wohl nochmal ein Update dann halt geben und lasse natürlich nicht locker, bevor halt eben alles sauber ist. Alright, also der DAX, um den soll es ja heute gehen. Der zimmert also hier ein neues ATH nach dem anderen. Und dieser Anstieg, ne, den jetzt echt mal zurückverfolgt, das ist echt schon ein bisschen spektakulär, was der Kollege hier hinlegt. Und da muss man jetzt halt mal gucken, wie wir da überhaupt noch reinkommen. Weil irgendwie Short dagegen halten macht, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel Sinn. Ich meine, beim letzten Mal, ich glaube, waren wir Short, oder? Das ist zwar aufgegangen irgendwie mit ein paar Pünktchen, aber das ist halt immer die Frage, nur was macht der Markt zuerst? Ne? Es geht ja gar nicht darum, irgendwie die Tagesrichtung aufzulösen, sondern das irgendwie einzufangen, was der Markt halt überhaupt macht, dann in der ersten Stunde. Und was er dann in der zweiten Stunde macht, ist dann eigentlich egal. Außer man will sich natürlich eine Position aufbauen, die dann halt eben den ganzen Tag hält, dann ist wieder eine andere Geschichte. Aber das ist immer so Situationssache. Ne? Also ich mache es ja mal so, dann, wo ich dann halt sage, ja, ich bin der Meinung heute, diesen, das und jenes und geht dann auch schon mal im Zweifelsfalle zu früh rein, um dann halt eben aber den ganzen Tag einzufangen. Aber auch nicht immer, manchmal sage ich auch, nee, heute irgendwie nur die erste Stunde, es geht nur darum, ein paar Punkte rauszuholen. Das muss man immer so ein bisschen unterscheiden. Ne? Das ist halt schon irgendwie ganz klar. Und das gucken wir uns jetzt mal zusammen an, was das irgendwie werden könnte. Also wenn ich jetzt hier frage, so wie seht ihr den Markt long oder short, dann wird es mich wundern, wenn da überhaupt irgendeiner irgendwas von Short noch schreibt, weil das irgendwann wird auch der letzte Bär aufgegeben haben. Und von daher sollte das nicht, wer das ist, ist auch weiterhin okay, ne? Irgendwie in Long da halt weiter zu agieren, solange der Markt halt eben da oben drückt, ne? Why not? Also ich habe ja auch schon hier gesagt letztens, ne, beim neuen ATH, das ist, ne, bei aller Liebe ist es einfach kein Short-Signal. Man sollte dann nicht ins Nachdenken kommen, sondern sollte das Ding halt einfach weiterzimmern. Ne? Also dann halt eher nach Norden, bis es halt eben dann wirklich irgendwann umdreht. Und das sehe ich momentan halt irgendwie immer noch nicht. Sondern der Markt drückt halt nach oben und die Frage ist immer, wo greift man den? Jetzt habe ich hier nur leider ein kleines Problem. Bei mir ist das gleiche aufgepoppt wie bei euch gestern, nämlich dass halt hier das Pryx-Addon irgendwie heute nicht geht. Ich könnte es jetzt noch updaten hier irgendwie auf die Schnelle. Das hätte ich wohl auch gemacht, wenn ich irgendwie nicht auf dem letzten Drücker gewesen wäre. Aber das verkneife ich mir jetzt einfach und das heißt, wir machen das jetzt einfach mal hier so von Hand zu Fuß. Weil der Ansatz wäre jetzt natürlich dann halt zu sagen, okay, wo ist da oben überhaupt noch irgendwas zu finden? Also wir haben halt hier irgendwie einen Außenstab nach dem nächsten. Auch gestern gab es wieder einen neuen Außenstab, der aber halt schon wieder ein Stück weit kürzer ist, wenn wir den jetzt einfach mal versuchen, irgendwo einzugrenzen. Und dann liegen wir halt auch irgendwie nicht mehr wahnsinnig über dem, was wir jetzt gerade schon halt hier gesehen haben, ne? Noch ein paar Punkte rauf. Hier kommen dann auch irgendwie schon Vermutungen wie 17.000 heute, 18.000 wahrscheinlich eher nicht. Von daher, da würde ich halt echt so, ja, ich meine, das kann ja alles sein, ja, aber ich meine, was meine Einstellung zu runden Marken angeht, ich glaube, die ist irgendwie auch nicht mehr so wahnsinnig neu, ne? Und Leute, ich mache gleich noch hier mit irgendwie zum Update zur Software, aber nicht hier jetzt alles nur auf die Software. Ich muss ja irgendwie gucken, dass wir hier in den Markt reinkommen. Machen wir gleich noch. So, das heißt also, ne, wir stehen jetzt halt einfach nochmal da oben irgendwo rum und versuchen da halt irgendwie irgendwo hinzukommen, aber ich kann halt immer nur davon abraten, irgendwie zu sehr irgendwie mit den runden Marken oder ne, so, warum soll das kommen? Das weiß doch keiner. Ne? Ich glaube nicht, dass irgendein Investor irgendwie, dass der das halt irgendwie total klasse findet, als jetzt irgendwie ein Big Player, wenn da halt dann eine 17.000 steht. Ne? Oder beziehungsweise, ja, vielleicht findet er das klasse. Der findet es aber nicht klasse, wenn das irgendwie selber mit eigenen Käufen da hochschieben muss. Und auch da hat ja jeder ein Interesse, irgendwie halt am Ende des Jahres, ich meine, darum geht es ja auch gerade hier bei der Jahresendrallye, dass halt einfach das ganze Portfolio gut da steht. Ob das dann jetzt irgendwie 17.000 sein muss, 17.200 oder vielleicht auch nur 15.900, keine Ahnung, ja, aber da würde ich mich nicht so darauf so versteifen, ne? Sondern irgendwie, das ist nice, nice to have, wenn das irgendwie kommen sollte. Man kann die auch mal einzeichnen, die 17.000, wo die sind da oben. Schon eine ziemlich abgefahrene Zahl. Ne? Ich meine, nach irgendwie 10 Jahren schafft der DAX es dann endlich scheinbar mal
aus seiner Range rauszukommen, oder nicht 10 Jahre, aber irgendwie 7, 8 Jahre. Und vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, wo steht eigentlich der, das wäre sowas, das sollte ich auch mal irgendwie, würde ich gerne mal nochmal vorbereiten beim nächsten Mal. Wo steht eigentlich der bereinigte DAX? Ne? Also der ohne die Dividenden. Und da glaube ich halt fast, dass der irgendwie seit Ewigkeiten irgendwie überhaupt kein Stück mehr gestiegen ist. Ne? Das heißt ja auch immer, ist egal, so wenn der DAX halt eben auch raufklettert und es ist nicht zu vergleichen mit einem normalen Index, ja, und weil halt eben der DAX ist halt ein Performance-Index. Und das ist halt eben der kleine Unterschied. Ne? Und deswegen auch, solange das auch irgendwie gerade aussieht, ich meine, zum Handeln, ne, reden wir nicht drüber, aber was die Werthaltigkeit von dem Ding angeht, da bin ich mir nicht so sicher, ne, dass da überhaupt irgendwie großartig viel passiert ist. Das wollte ich jetzt machen, genau. Ich wollte hier einfach nur dahin zimmern. So, und dann halt hier einmal kurz markieren, damit wir wenigstens mal wissen, wo es ist. Und damit wir hier mal ein bisschen Orientierung dann halt eben auch haben, von mir aus. Gut, so, also da haben wir die da oben mal gesehen. So, das heißt, also irgendwie drücken wir jetzt hier gerade die letzten 5 Minuten, sehen wir gerade, gibt es so ein bisschen Gegenwind. Da könnte aber trotzdem jetzt mal rein davon ausgehen, wenn man nur mal halt irgendwie den gestrigen Tag da halt jetzt eingrenzt, was ja normalerweise das Projects dann von selbst macht, macht es jetzt hier aber es halt gerade nicht. Und das heißt, dass wir uns in der Range dann wahrscheinlich dann auch irgendwie bewegen. Das sieht man aber auch mit den normalen Settings im Stereo-Trader. Ja, auch. So, jetzt haben wir noch irgendwie 2 Minuten. Das ist halt die Frage, will man da jetzt direkt zur ersten Minute rein? So, das ist die 8 Uhr Bewegung 7. Also es drückt auf jeden Fall erstmal so ein bisschen runter. Das heißt, das könnte man versuchen einzufangen, hier zum Beispiel bis zum SMA20 im H1. Das wäre halt irgendwie knapp oberhalb der 16.800. Das ist aber die Frage, lohnt sich das? Das sind halt irgendwie auch nur 20 Punkte, aber was heißt nur, ne? Ich meine, 20 Punkte sind eben auch 20 Punkte. Von daher könnte man das schon mal irgendwie halt versuchen, wenn man halt schnell genug ist, aber jetzt nicht unbedingt vor 9 Uhr, weil das kann natürlich auch immer noch drehen. Hier in den kleineren Timeframes sehe ich jetzt halt auch, ne, es dreht halt irgendwie in allen Timeframes irgendwie gerade um. Bedeutet aber wahrscheinlich auch, dass wir jetzt irgendwie um Punkt 9 da oben halt. Also hier auf diesem High jetzt starten, am SMA20 starten. Das heißt, es könnte ziemlich schnell schon wieder ziemlich langweilig werden. Was er halt hier auf jeden Fall versucht, das sieht man auch im H1, komm, gehe ich nochmal schnell rüber, ist halt eben hier diesen Bereich, also dieses Hoch, das letzte Hoch, was gekauft worden ist, das halt wieder umzudrehen. Ne? Das sieht man ja gerade. Irgendwie hier Widerstand, erstmal quasi, ja, das kann man nicht als gescheitert bezeichnen. Das sind Bewegungen, das ist halt wirklich echt. Unfassbar, ne? Also das ist hier so 0,0 Wohler. Das sind irgendwie jeweils 2 Punkte, die er da 3 Stunden hintereinander irgendwie gemacht hat. Das ist natürlich echt bitter. Aber okay, was? Mein Mikro ist stumpf. Das glaube ich nicht, dass es stumpf ist. Vielleicht ein bisschen leise. Das Nee, war alles gut. kann ich aber korrigieren, ne? So, das heißt, also es könnte halt einfach sein, ne? Leider mal wieder, aber gut, zum Jahresende muss jetzt dann nicht mehr so wahnsinnig viel kommen, ne? Aber kann halt irgendwie schon sein, dass wir jetzt hier heute dann halt irgendwie endgültig einschlafen. Wenn man sich das hier mal anguckt, das ist halt echt krass, ne? So, und das heißt eben auch, er wird wohl versuchen, diesen Bereich, ne, den er gestern hier oder jetzt über Nacht, war das über Nacht? Ja, das war über Nacht, halt hier verkauft hat, den halt möglicherweise jetzt auch nochmal zu halten. Und wenn das nicht gelingt, dann müssen wir halt eben eine Etage tiefer denken. Also das wäre dann direkt tatsächlich schon hier, weil er hier eben auch gekauft worden ist. Also hier ist nochmal eine Zone. Und dann halt eben dann da unten. So, mehr sehe ich da momentan nicht. Und das heißt, kann also sein, dass er hier direkt auf der Oberseite sich jetzt abstützt und dann halt direkt darauf läuft. Könnte sein. Also wäre tatsächlich auch irgendwie so mein Favorit, versuchen hier halt irgendwie knapp drunter irgendwo reinzukommen. Dann auch gleich long für ein paar Punkte. Aber mal gucken, wie der Markt überhaupt in welche Richtung jetzt zuckt. Und das kann halt dann sein, dass ich da auch ziemlich schnell entscheide und das jetzt irgendwie gar nicht großartig. Aber das hier sieht fast schon so ein bisschen aus. Das könnten wir ja, mal kurz warten. Ein paar Punkte tiefer. Ich habe hier tatsächlich nicht die neueste Version drauf. Ne? Das ist echt Mist. Aber okay. Ja, hat am Freitag funktioniert, da wird sie das heute wohl auch tun. Also, ne, er steht halt jetzt hier einfach, ja, das
Was ich halt zum Beispiel nicht mag, sind solche Starts ohne jegliche Korrektur, also ohne irgendwie zumindest mal halt eine kleine Lunte nach unten. Und die haben wir hier halt irgendwie auch nicht. Deswegen wäre ich da fast ein Fan davon, wenn der noch ein Stück höher kommt, da oben nochmal zu shorten, also bei der 3, 4 irgendwo in dem Bereich. Genau, hier oben Richtung Point of Control. Und dann halt versuchen, einfach nochmal irgendwie 10, 15 Punkte rückwärts zu kommen. Ne? Aber hier jetzt genau am Kassa-Schluss, er hat ja quasi da gestartet, wo er gestern aufgehört hat. Das ist jetzt nicht unbedingt so guter Punkt, um da halt irgendwie reinzukommen. Also da geht es auch irgendwie gerade gar nicht weiter, außer 3 Punkte rauf, runter. Von daher, weil normalerweise sage ich auch immer, ne, irgendwie Gap Close von oben ist kein Long-Signal, aber jetzt stehen wir hier halt aber auch wirklich ganz genau da in dem Bereich. Von daher hat das jetzt erstmal dann auch gar keine Aussagekraft und wird dann halt eher versuchen, irgendwie mit bisschen Distanz von hier da irgendwo reinzukommen, in welche Richtung dann halt eben auch immer. Und weil hier ist es, glaube ich, echt gerade so, ne, 50-50. Rot oder Schwarz, Casino. So, aber um deine Fragen mal zu beantworten, der Kursindex hat auch ein neues 52-Wochen-Hoch gemacht. Okay. Und der steht jetzt wo? Sechs, also Schlusskurs gestern 6.645. Das ist so krass, ne? 6.000 irgendwas. Deswegen fand ich das halt auch immer ich will jetzt nicht sagen lustig, klingt so ein bisschen böse. Aber im Corona-Crash, wo dann halt irgendwie die Leute gemeint haben, ja, der kann ja noch irgendwie runter, also der Performance-Index, ne, unser normaler DAX, der kann ja noch irgendwie runter, unter 6.000, wo ich dann auch gesagt habe, Moment mal, habt ihr mal nachgerechnet, ne? Weil wenn der normale DAX irgendwie, also der war ja schon irgendwie fast auf Null, ne, bei Corona. Und bei irgendwie 8.100, was war das, 92, irgend sowas, ne? Und habe ich ja gesagt, ey, wenn man da jetzt noch irgendwie 1000 Punkte, 2000 abzieht, dann steht ja der Kursindex, der steht im Minus. Das ist, glaube ich, irgendwie weniger. Ne? Und das ist halt eben, also bei solchen Szenarien ist das natürlich schon irgendwie ein Punkt, den man, so finde ich, halt einbeziehen muss. Ne? So, jetzt gehe ich mal hier. Was war das? Habe ich irgendwie, ich hoffe, ich habe den jetzt nicht in der Entwicklungsumgebung auf. Ich versuche jetzt noch einmal, nicht, dass der mir den jetzt hier zumacht. Permanent. So ist das, wenn man auf den letzten Drücker kommt. Ne? Ich muss mal ganz kurz, Nelson, kannst du mal irgendwie 30 Sekunden übernehmen? Ich muss nämlich hier mal komplett auf einen anderen Server gerade und muss das hier umschalten. Das kann ich Ja, okay, nicht mach machen, das. ohne das Bild irgendwie wegzumachen. Also hier jetzt erstmal nur ganz kurz zur Erklärung: Short. Stop wäre dann halt irgendwo da oben über den Hochs, aber auch eben nur für ein paar Punkte. Das heißt, sollte er das jetzt machen, hier in Richtung 800 wollte ich ja, würde ich dann jetzt hier eben auch traden. Aber ich muss leider hier kurz technischen Break beziehungsweise Mach wie ist das auch? das. Aus technischen Gründen kurz hier Break machen, ja, sorry. Ich guck mal, ob es irgendwelche Fragen gibt. Der Markt schläft jetzt ein. Grund, Dirk macht ein Webinar. Ja, kann natürlich auch sein, besonders dienstags. Ansonsten, Ton ist gut. Genau, ein paar Fragen zu PryEx und TC Live. Aber dazu hat der Dirk ja was gesagt. Ansonsten keine Fragen. Wie bekommt man das Volumen bzw. Orderbuch? Genau, also die Futures muss man dann entsprechend dazu buchen, also die Marktdaten, und sich für die Futures entsprechend auf dem MetaTrader 5 Konto freischalten lassen. So wird man das ansonsten nicht finden. Einfach an service@fxweb entsprechend dann eine E-Mail schreiben und beantragen, und dann sollte es dann funktionieren. So wie es bei Dirk jetzt gerade zu sehen ist. So, Genau. So. bist wieder da. Bin wieder da. So, also war irgendwie nichts. Also 10 Punkte übrigens liegt die Nummer, lag die Nummer gerade vor einer Sekunde im Plus. No, das war hier eben vorhin der alte Point of Control. Das fand ich, es war zu erwarten, dass er da jetzt nicht einfach drüber steigt. So, jetzt 11 Punkte im Plus.
Wenn man jetzt nur skypen will, ist es natürlich schon wieder irgendwie ganz okay, ne? Ich gucke mal, ob wir hier einen Stich jetzt irgendwie runterkriegen. Den muss er ja dann irgendwie auch nicht wirklich voll machen. Also das heißt, also hier einmal unter die Range drunter hier an die alten Lows. Das wäre jetzt halt mal so ein Ansatz. Ansonsten, wenn man halt irgendwie nur skypen will, war man hier jetzt einfach schon mal richtig. Aber ich muss auch trotzdem ein bisschen aufpassen, mich hier konzentrieren, jetzt nicht verzettle wegen dem Technikkram. Ich habe ja vorhin auch gesagt, ne, wenn man halt irgendwie eine Position für den ganzen Tag irgendwie einfangen will, das will ich heute aber eigentlich nicht. Und dann, ich habe ja auch gesagt, dann gibt es halt hier irgendwie, wenn man das nicht will, dann hier gleich mal 10 Punkte in die eine oder andere Richtung. Und da muss ich jetzt halt eben auch mal entscheiden, was machen wir, ne? Also mein Plan wäre jetzt, wenn ich da mal kurz in mich gehe, ist einfach hier wirklich in dem Bereich ein paar Punkte in egal welche Richtung halt irgendwo mitzuschneiden. Das heißt, hier ein Stich runter würde mir reichen. Und einmal hier unten drunter und dann halt mal sehen, ob er wirklich unter diese Range drunter geht. Da glaube ich nämlich noch nicht dran. Weil was ich ja vorhin auch gesagt habe, was mir nicht gefällt, das ist eben, dass die Kasse hier ohne irgendeine Lunte gestartet ist. Das ist eigentlich immer so, wo ich sage, oh, die wird ja in der Regel dann halt ja auch noch nachgebaut. Und das würde ich mir hier auch dann eben dazu passend dann auch gerne irgendwie eintüten, wenn das möglich wäre. So, der Stop gehört hier oben drüber, natürlich über die Highs. Und weil er soll jetzt nicht unbedingt direkt mit dem neuen Hoch da oben rausgehen, aber wir sehen gerade schon, na, das ist so wirklich vorwärts geht da jetzt natürlich wieder nichts. Aber gut, das jetzt, ich sag mal, ich beschwere mich ja irgendwie das ganze Jahr drüber, dass der Markt keine Wohle hat, wenn wir hier Live-Trading machen, um 8:45 Uhr mit FX Flat, das ist ja irgendwie schon die Regel, das hat sich, glaube ich, in Frankfurt schon rumgesprochen. Aber jetzt heute, da kann ich mich nicht beschweren, weil halt einfach zum Jahresende, nicht, dass jetzt irgendwie alle schon in Urlaub wären, ne? Das hat damit nichts zu tun, aber der Markt steht halt einfach auf sehr, sehr hohem Niveau. Und dass da sich jetzt nicht irgendwie die Käufer die Köpfe einschlagen, ja, das ist halt irgendwie auch klar. Und auf der anderen Seite die Bären oder beziehungsweise wenn jetzt nicht irgendwie irgendjemand da was Größeres irgendwie geplant hat oder andersrum, wenn man halt mal davon ausgeht, dass es ja halt dann letzten Endes die Big Player sind mit den Fonds und so weiter, die irgendwie ihre Performance da halt irgendwie brauchen und haben wollen, warum sollte da jetzt irgendwie einer ein großes Fass aufmachen und dann halt irgendwie auf den großen roten Verkaufsknopf drücken? Ergibt halt irgendwie auch alles keinen Sinn, ne? Weil das ist ja, also davon ausgehend, dass halt eben der Großteil des Volumens ja dann halt eben auch von den Big Playern mit den Fonds und so weiter kommt. Von daher ist da jetzt einfach nicht mehr viel zu erwarten. Da darf man sich halt nicht wundern. Ich meine, ich glaube, die Ziele sind irgendwie alle erreicht. Die haben halt irgendwie, also diejenigen, die halt eben da von der Performance halt direkt abhängig sind, jetzt halt irgendwie von den Abteilungen und von den Personen und so weiter, die haben ihren Job gemacht, ne? Die haben halt irgendwie gar keinen Grund mehr, irgendwas da noch großartig zu unternehmen, ne? Sondern das Ding steht schön hoch und alle sind glücklich. Und die Einzigen, die sich jetzt halt hier beschweren, das sind halt wir, ne? Also was heißt beschweren? Deswegen sage ich, das bringt nichts, weil das ist halt einfach jetzt klar, ne? Und dass da halt irgendwie nicht mehr viel kommt. Da müsste jetzt wirklich schon irgendwie ein größerer Sack Reis irgendwo umkippen. Dass sich das jetzt halt irgendwie dann auch noch ändert in den letzten, was haben wir noch, 2 Wochen bis Weihnachten? Knapp, ne? Ja, doch, ne, ja. Ne, noch irgendwie 12 Tage, das sind dann halt irgendwie noch 8 Handelstage oder so. Da will ich irgendwie nicht mehr davon ausgehen, dass da noch so komplett irre irgendwas verrutscht jetzt erstmal. Ne? Also, es ist mein Ansatz. Man kann da natürlich auch wie immer gerne anderer Meinung sein, aber so, das ist die Logik, die ich da halt mit einbringen würde. Ne? Die sagt jetzt nichts über die Richtung aus, sondern es ist halt eher so, okay, erklärt mir, warum der Markt momentan ganz okay ist, wenn er halt eben nicht einfach jetzt hier komplett in der üblichen Vola, die wir normalerweise ja dann schon haben, über das ganze Jahr halt agiert und halt eben wir einfach so ein bisschen auf der Stelle treten. Deswegen wäre jetzt auch hier mein Ansatz, deswegen komme ich da ja auch drauf, dann halt zu sagen, ja gut, ich versuche halt hier irgendwie gezielt irgendwie ein paar Punkte halt rauszuschneiden. Und wenn auch jetzt die Positionsgröße eigentlich nicht die ist, die ich
die ich letzte Woche angekündigt hatte, weil ich habe ja gemeint, ne, bei der Vola kann man auch die Size irgendwie verzehnfachen oder verdoppeln, verfünffachen, was auch immer. Und das kann man schon machen, weil das Risiko ja auch halt wesentlich geringer ist, ne? Das Risiko ist ja letzten Endes gemessen an der ATR. Das heißt also daran, was der Markt dann halt eben im Durchschnitt dann halt an Schwankungsbreite hat. Und nicht irgendwie, ich kann ja nicht hingehen und sagen, ich habe immer 10 Punkte Stop. Kann man zwar auch machen, aber hat dann halt eben mit der Marktsituation nicht so viel zu tun. Ne? Das heißt also, wenn wir normalerweise irgendwie eine Schwankungsbreite pro Stunde von 30 Punkten haben, dann haben wir jetzt dann halt irgendwie 10. Und dann liegt es ja halt irgendwie im Kleinen einmal eins und dann halt eben sich da auszurechnen, dass das halt eben auch eine dreifache Positionsgröße erlaubt. So, also Trading Stop ist hier mit Distanz 2 Punkten, TA6, das heißt so ein Durchschnitt auf den Tick, ne, auf jeweils 6 Ticks würde halt hier ein Durchschnitt gebildet. Jetzt muss man nur aufpassen, dass es das halt hier nicht schon gewesen ist, ne? Weil ich habe ja gesagt, irgendwie so einen kleine Lunte da unten hätte ich schon noch gerne. Die würde ich gerne mitnehmen und dann halt mal weitergucken. Ne? So, aber das so, ja, so einmal kurz darunter stechen, das aber scheint irgendwie gerade alles zu viel verlangt zu sein. So, wir haben noch irgendwie bis zum Abschluss von der ersten größeren Periode sind es jetzt irgendwie auch nur noch 3 Minuten. Also es ist bei mir immer der M15. Ne? Und aber da geht halt irgendwie nichts vorwärts. Ne? Also bis jetzt reicht es noch nicht mal, um irgendwie da unten kurz rauszukommen. Und irgendwie kaum sind wir halt hier irgendwie 10 Punkte oder kaum irgendwie einen Punkt weiter runter und schon drückt es halt wieder rauf. Ne? Also, wer da schneller war, herzlichen Glückwunsch, aber ich gehe da jetzt raus. Das gefällt mir nicht. Ne? Also, man hätte da unten mit irgendwie 12 Punkten mit rausgehen können. Aber das erscheint mir irgendwie alles ziemlich sinnlos. Und da jetzt noch irgendwie dran zu warten, weil er hat im Endeffekt nur das gemacht, was ich gesagt habe bisher, ne? Da hat halt eben einfach nur hier unten so eine Mini-Korrektur mit irgendwie 2, 3 Punkten, 5, 4 Punkte sind das da unten drangehangen und mehr war es am Ende nicht, ne? Also, ich wollte ja keine Weltreise, ja. Aber irgendwie so 1, 2, 3 Punkte da unten runter. Das wäre jetzt schon noch okay gewesen, ne? Nee, ist nicht. Es muss direkt wieder irgendwie raufgehen. Und aber okay. War kein Minus. Wer schneller war, da freue ich mich natürlich. Ne? Ich muss aber hier halt auch noch immer so irgendwie ganz viel erklären und habe halt morgen mit der Technik ja auch noch ein bisschen gezankt. Und bin dann natürlich nicht ganz so auf Zack, wie ich es dann halt eben auch gerne wäre. Jeden Dienstagmorgen ist es so ein Rumgehacke. Vielleicht mal einen anderen Tag Live-Trading, ja, ne? Das ist klar, liegt dann natürlich auch irgendwann auf der Hand, aber okay, ne? So, also, dann würde ich jetzt genau umgekehrt machen. Also, wenn wir jetzt halt irgendwie um 15 Minuten nach immer noch über Kasa stehen, also das heißt, in einer Minute würde ich mich hier glatt einfach mal long dranhängen. Also, hier war ja bis jetzt nicht viel, ne? Mit Punkten und von daher muss ich versuchen, mal irgendwie auf der anderen Seite auch noch reinkommen. Also die erste Richtung war zwar richtig eingeschätzt hier von meiner Seite, aber ein bisschen schlecht rausgekommen. Ne? So, ich finde solche Kommentare immer ganz lustig. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt drauf eingehen soll hier von Max. Sonst wird das auch immer irgendwie gerne falsch verstanden. Das Ding ist, also so eine Aussage wie was? Nein, nein, nein. Du sagst, ich will gar nicht darauf eingehen. Jetzt gehst du doch darauf Ja, gut, ein. okay, ich gehe noch ein. Ich gebe mir der Nein, Zeit mach. einen Kaffee und du gehst drauf ein. Mein Espresso ist kalt. Ich? Nein, nein, nein. Ich kenne Emma nicht. Und ich finde nur Christians Kommentar hier super. Der sagt, nächstes Jahr werden die Dienstage alle der Brenner. So sehe ich das auch immer positiv. Ja. Nee, pass auf. So, machen wir es jetzt also genau wie besagt. So, ich gehe jetzt hier long. So, das heißt, ich versuche mich jetzt mal in die andere Richtung da halt dann irgendwo einzuskalieren. Das heißt, auch hier wieder mit einer einfachen Position, mit einer kleinen Position gestartet. Stop gehört eigentlich jetzt, wenn man es ganz genau nimmt, erstmal da unten hin, ne? Aber ich würde dann halt jetzt versuchen zu skalieren und setze den Stop jetzt erstmal hier in weiter Entfernung und würde den halt hier unten dann halt ausbauen. Das wäre jetzt hier so mein Ansatz. Außer geht jetzt direkt oben raus irgendwie an das letzte High, dann ist halt auch gut, ne?
Und aber das wäre jetzt halt hier erstmal so der Ansatz. Der Grund ist einfach der, dass wir halt hier jetzt eben auch wirklich hier unten nur diese Mini-Korrektur gemacht haben, ja, und er irgendwie nicht darunter wollte und die ersten 15 Minuten halt schon wieder hier im Grün da stehen. Und zwar über der Eröffnung von den 15 Minuten davor. Und das heißt, er drückt sich hier gerade irgendwie nach oben. Ne? So, da versuche ich jetzt einfach mal da halt mal mitzugehen und da halt ein paar Punkte rauszukriegen. Ob das jetzt gelingt, wird man halt sehen, halt auch klar, ne? Wie immer. Aber nachher ist man ja immer schlauer und von daher ist es halt dieses. Ne? So, hier mal gucken, sind das Tick? Nee, das hier ist ein Future-Kurs. Ne? Also hier, also mein Volumenprofil hier. Ne? Ich handle zwar immer CFD, aber Volumen, das kommt alles aus dem Future. Ne? Das heißt, das ist gemappt. Das kann man mit dem StereoTrader ja machen, dass ich halt sage, ich habe das und das, oder ich handle jetzt hier zum Beispiel den DAX, aber das Volumen hole ich mir aus dem FDAX und rechne das mal bitte kurstechnisch um und projiziere es mir auf den Chart. Das ist Volume Mapping und das gibt es, soweit ich weiß, auch nur im Stereo Trader. Und dazu braucht man eben das, was der Nelson auch eben auch, glaube ich, auch gesagt hat, ne? Dass man halt eben dafür natürlich auch ein Futures-Konto braucht, sonst hat man die Kurse ja nicht. Ne? Wenn man das nicht haben möchte, da gibt es noch das VPOC-Add-on vom Orkan. Das macht das auch bedingt oder beziehungsweise es hat noch ein paar andere Features, aber vom Prinzip her ist das hier ähnlich, nur dass wir dort nicht irgendwie das Future-Volumen direkt umrechnen, sondern da halt eigene Berechnungen auf dem Server anstellen und dann die Ergebnisse davon halt eben in den Chart projizieren. Ne? Gut, so, also wir liegen einen Punkt vorne. Yippee-yay. Und mal gucken, drei waren es voll in die andere Richtung, glaube ich. Und jetzt ist hier das eine, ist okay. Irgendwie mühsam, ne? Muss das Ding hier da halt irgendwie da hoch. Und, wie heißt es mühsam? Ernährt sich das Eichhörnchen oder so, ne? Genau. Gut, also gucken wir mal ganz kurz dann eben aber auch hier auf den Markt nochmal eine Nummer größer. Also, das ist das, was ich vorhin hier eingezeichnet habe, ne? Hier auch nicht irgendwie unter diese Zone, sondern versucht die jetzt halt direkt hier zu kaufen und dann halt hier eben auch an die Hochs zu laufen. Das ist von daher halt völlig in Ordnung, finde ich. Vor allen Dingen, weil ich jetzt long bin, ist es natürlich noch viel mehr in Ordnung als vorher. Ist halt auch klar. Von daher würde ich jetzt halt gerne mal gucken, ob wir das schaffen, also bis da oben raus schaffen. Ne? Wobei ich. Ob ich jetzt die Geduld habe, da bis 10 Uhr dran festzuhalten, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ne? Mir reicht aber auch ein Schuss da oben raus, da oben ran und eine Attacke auf das High von der Amateurstunde, also von 8 Uhr das High, das würde mir halt auch reichen. Und weil dann sieht man halt relativ schnell, ob das Ding da oben rausgeht oder halt nicht. Ne? Und da muss man auch irgendwie gar nicht irgendwie so die ganze Strecke dann halt irgendwie haben, sondern nimmt dann da wenigstens ein paar Punkte mit und dann ist gut. Bisschen nervt mich natürlich, dass ich halt hier immer nur gerade mit recht kleinen Positionen da halt irgendwie gerade unterwegs bin. Aber okay, so ist es halt. Ich kann es halt nicht irgendwie dann auch erzwingen, wenn er halt mich immer irgendwie nur an einer Stelle einsammelt und mir die Wohle auch selbst dafür zu klein ist. So what, ne? So, also, wie sieht das Ganze hier aus? Ja, natürlich jetzt nichts Neues. Ich gucke jetzt nur gerade nochmal, okay, wo wären denn da die Highs jetzt einfach mal von der Extension ausgehen, weil irgendwas muss man ja auf der Oberseite sich zurechtmalen. Was heißt, das Problem ist ja immer bei wenn der Markt dann irgendwie mal so ein ATH gemacht hat, ne? Und da brauche ich ja nicht irgendwie Widerstände auf der Oberseite irgendwie zu suchen, wir sind ja halt einfach keine, ne? Aber trotzdem kann man ja dann halt sich versuchen, Targets zu basteln oder zumindest mal. Also das klingt so ein bisschen, wie soll ich das sagen? Das ist im Endeffekt ist es halt reine Fantasie, ne? Aber ich kann ja nicht irgendwie auf der Oberseite in einem Preissegment, wo der Markt noch nie gewesen ist, ja, mir irgendwas da halt zurecht dichten, nur weil es dann halt irgendwie, weil ich der Meinung bin, das passt total super in das, was ich irgendwann mal gelernt habe oder wie auch immer, ne, nach irgendwelchen Techniken. Und deswegen hat der Markt da oben noch längst keinen Widerstand. Ne? Also das hat damit einfach dann nichts zu tun. Also das ist halt einfach alles nur gedacht. Ne? Nicht mehr und nicht weniger. Und von daher sage ich da halt immer so, hey, das ist irgendwie,
Also reine Fantasie, das sind gedachte Widerstände, gedachte Ziele. Ne? Das ist ja nur der Versuch, sich in die rein zu versetzen, die da halt irgendwie gleich noch kommen, die aber auch noch nie da gewesen sind, wenn er denn jetzt ein neues ATH macht. Ne? Das natürlich hat auch nochmal ganz klar dazu gesagt, weil nicht mal das weiß ich ja. Ne? Von daher muss man halt immer so ein bisschen vorsichtig sein und dann halt einfach mit dem mitgehen, was der Markt da halt eben zeigt. Und dann kann es halt eben aber auch mal passieren, genauso gut, dass der Markt halt eben mal was Falsches zeigt und man damit geht und dann irgendwie die erste Idee dann doch die bessere war. Und klar, ne? Also wenn der Markt so im Intraday, wie wir es ja gerade halt haben, ne, so unentschlossen ist, also was heißt unentschlossen? Das Ding steigt, ja, aber steigt super langsam ja auch mittlerweile. Ne? Und von daher muss man dann im Zweifelsfall einfach ein bisschen mehr Geduld dann auch mal haben für irgendeine Richtung und sich dann halt einfach versuchen, da zurechtfinden. So, mal Und gucken, ob wir jetzt hier so. wir haben heute, nicht heute, diese Woche noch FED und EZB. Wann kommen die nochmal? FED morgen, EZB Donnerstag. Ja. Ja, bin ich mal gespannt, ob das noch irgendwas bewegt. Aber in der Regel ja natürlich schon. Ne? Da wäre halt mal nochmal so eine Überlegung für ein Live-Trading. Dann eben auch. Aber ich bin irgendwie gerade irgendwie so. Ich bin froh, wenn die Releases wirklich richtig fertig sind und da irgendwie keine Baustellen mehr sind. Ja, genau. Also diese Woche ist wirklich sehr extrem, was Events betrifft. Heute haben wir noch Inflationszahlen, korrekt, aus USA. Und diese Woche ist, glaube ich, auch verfallen, ne? Ja, Inflationszahlen, da habe ich ja schon ein paar Mal irgendwie auch was dazu gesagt. Die waren teilweise halt echt schon heftiger als irgendwie alle anderen News, ne? Aber auch nur einmal. Trotzdem werde ich nicht vergessen. In einer Minute irgendwie 1000, oder nicht in einer, aber in 5 Minuten irgendwie 1000 Punkte runtergeknallt und dann anschließend halt wieder rauf. Das habe ich bei den NFPs so noch nicht gesehen, ne? Aber denen halt irgendwie schon. Aber gut, es kann Zufall gewesen sein, aber seither bin ich dann natürlich auch auf der Hut, was das halt angeht. Wir können ja mal ganz kurz noch irgendwie auf den DAU gucken. Also hier unten, den will ich hier unten halt skalieren. Ne? Also nur mal ganz kurz, deswegen lasse ich die Orders da jetzt mal liegen. Das heißt also hier in dem Bereich, also knapp oberhalb der 800 und knapp unterhalb. Und aber er müsste, das ist natürlich auch so ein Ding, das muss er dann aber auch irgendwie auch mal ziehen. Ne? Aber okay, ich lasse den jetzt mal eher so stehen, das lohnt sich ja nicht wirklich darüber zu reden gerade. So, also dann der DAU. Der DAU drückt nach oben und tatsächlich hier in Richtung, das habe ich ja die ganze Zeit in meinem Daytrading Guide ja drin gehabt bei YouTube, er drückt tatsächlich hier in Richtung des einzigen diagonalen Gebildes, was ich in meiner ganzen Analyse da irgendwo drin habe. Was heißt Analyse? Ich mag den Ausdruck irgendwie nicht. Aber okay, ja, so das ist wirklich das einzige Ding und es liegt halt irgendwie auch nah, dass wir da jetzt halt irgendwie nochmal hinlaufen. Und das Dumme ist nur, der ist da bis jetzt immer dran gescheitert. Immer. Und von daher, ich weiß halt nicht mehr genau, was das Ding ist, aber ich sehe halt, ne, es passt halt hier auch wieder jetzt echt zusammen. Und das heißt, auch hier nach aller Wahrscheinlichkeit drücken wir da jetzt dann heute auch irgendwie rein. Heute oder spätestens dann eben morgen, wenn dann halt nochmal irgendwelche News kommen. Und bewegen uns dann aber auch hier oben in einem Segment, was nicht mehr greifbar ist. Ne? Also wir haben halt irgendwie hier auch demnächst ein ATH wieder, beziehungsweise sind halt knapp davor. Und hier oben bei, was ist das? 930, also 940, 36.914, noch 500 Punkte. Das ist so mehr oder weniger halt irgendwie auch nicht mehr viel, ne? Beziehungsweise mehr oder weniger nichts mehr, wollte ich eigentlich sagen. Und mit dem, was da halt jetzt an News kommt, ne? Why not? Ne? Also von daher kann es natürlich schon sein, dass wir auch da oben mal reinstechen. Jetzt hat der natürlich aber dann das Problem, dass er da oben halt im Doppeltop irgendwie dann aber auch enden könnte. Aber es ist ja auch in Ordnung, ne? Aber es sind auch immerhin noch 500 Punkte. Und sowieso hat er dauernder Korrelation einiges auch nachzuholen, weil der DAX einfach im Vergleich dazu viel kräftiger halt angestiegen ist. Ne? Und gut, könnte natürlich umgekehrt heißen, der DAX muss fallen, ja, irgendwie.
Aber bei dem Bild hier, was der DAO da gerade abliefert, sehe ich das aber auch nicht wirklich, dass der DAO da irgendwie großartig fallen will. Zumindest jetzt nicht ab hier, sondern ab hier ist eigentlich auch für meine Begriffe immer noch irgendwie die Reise nach oben relativ klar. Also auch wenn man sich jetzt mal irgendwie den H1 anguckt, drückt sich hier einfach jetzt auch, ne, ab, nochmal da oben raus. Da ist irgendwie von Short ist da halt irgendwie nichts zu sehen. Weder im H1 jetzt hier, wo mir hier oben auch die Levels ausgehen, da sieht man ja auch, da ist irgendwie nichts mehr. Ich wüsste aber auch nicht, was ich jetzt hier noch großartig erfinden sollte. Das war der Daily Resistance hier im DAO, den ich letzte Woche auch ein paar Mal thematisiert habe. Da hat er sich länger dran aufgehalten, das sieht man ja auch, ne? Aber dann halt eben auch hier im Ende dann da oben durch, zum Ende hin da oben durch und fertig, ne? Und da oben kleben wir jetzt. Und hier braucht man sich im H1, glaube ich, auch nicht mehr irgendwie großartig was suchen erstmal, weil das ist eigentlich alles so weit durch. Und wenn man jetzt unbedingt will, kann man hier halt irgendwie noch sagen, ja gut, dieses letzte High, naja, wo, hier sieht man ja auch schon, ne, durchgegangen und dann bestätigt und rauf. Also eigentlich noch nicht mal mehr das, ne, kann man sich auch eigentlich schenken, sondern hier dann sagen, na gut, das Ding läuft weiter nach oben und dann guckt man halt eben im Daily bis wohin, weil im H1 ist da gerade nichts mehr zu sehen. Das ist wirklich so ein Kandidat, da könnte man jetzt glatt, keine Empfehlung wie immer, ne, einfach Long drücken und dann gucken, wo wir heute Abend stehen. Oder zumindest mal irgendwie in den nächsten 2, 3 Stunden, weil da gibt es jetzt irgendwie so keinen Grund, warum der jetzt hier, vor allen Dingen nicht jetzt, warum der da umdrehen sollte, sondern ich würde schon vermuten, dass wir da halt jetzt einmal auch wirklich dann da oben rauslaufen, da oben rein und die 600 jetzt hier mal im Daily, 940 etwa ATH, kann man hier auch mal einzeichnen. Ist noch ein paar Punkte höher, ne? Na gut, von hier sieht es dann schon ein bisschen weiter aus, ne? Aber gut, das ist im Endeffekt, wie gesagt, bei den News, die da halt irgendwie noch kommen, gibt es nicht so wahnsinnig viel Grund. Ich will das jetzt hier nur nicht irgendwie abspeichern, weil ich nicht genau weiß, ob es stimmt. Das muss ich nochmal kontrollieren. Aber halt, es müsste hinkommen, ne? 940 etwa. Oder weiß es jemand irgendwie gerade? Dann würde ich es hier gerade mal irgendwie eintragen. Also 36.900. Kommt da irgendwas? Nö, nee, kommt nichts. Gut, also ATH etwa, dann halt eben. Gut, ne? Also. Ja. Du hast einen EMA 20? Nein, ich habe gar keinen EMA eingestellt. So, passiert hier noch irgendwas? Da passiert irgendwie nichts. Außer, dass wir hier komplett auf der Stelle treten und nach irgendwie kurzem Plus jetzt wieder Minus ist und dass da oben irgendwie nicht weitergeht. Aber okay, also das sieht jetzt dann schon wieder leider nach einem Trade aus, der jetzt irgendwie ein bisschen, der dann wieder nach dem Webinar aufgeht. Ich meine, ich wollte mich ja skalieren, ich sollte mich jetzt nicht beschweren. Ich habe gerade ja vorhin noch gesagt, ich finde es also ein bisschen schade, dass ich immer nur irgendwie so klein da drin bin. Und so ein paar Punkte größer fände ich jetzt auch mal nicht so schlecht, ne? Aber okay, jetzt kriege ich hier den Gefallen getan, also darf ich jetzt auch irgendwie nicht mich darüber beschweren, dass ich jetzt hier ein bisschen eingesammelt werde, was ja auch grundsätzlich gut ist. Ne, das heißt aber dann leider auf der anderen Seite eben auch, dass wir das Ding hier nicht mehr mit dem Webinar wahrscheinlich nicht mehr zukriegen. Ne? Außer er macht jetzt irgendwie jetzt genau einen Schnapper nach oben und geht dann mal eine Runde da oben raus. Aber ne, das sieht ja eher nicht nach Schnapper aus, das sieht ja eher aus wie nach letzter Schnappatmung, bevor es zu Ende geht. Ne? Wie Juri hier auch geschrieben hat, der Markt ist tot, das stimmt, der Markt ist komplett tot. Da passiert halt nichts mehr. Ne? Also man kann natürlich dann auch irgendwie, ich meine jetzt hier irgendwie auf eine Trendumkehr zu bauen, das ist was Knopperschnappatmung, ja. Es ist hier auf eine Umkehr zu bauen, ne, das ist, glaube ich, so das Falscheste, was man machen kann. Ne? Also klar wird die irgendwann kommen, ja, aber die wird man halt nicht irgendwie so nach dem Motto, ah, da habe ich jetzt die und die Fibo, der läuft bis dahin und dann dreht er um. Also da sage ich, nee, glaube ich nicht. Eher nicht, ne? Sondern die wird kommen, aber man wird die nicht genau abpassen können. Das halte ich für ziemlich unmöglich bis ausgeschlossen, dass man das halt irgendwie vorhersehen kann, das ist dann halt reinste Orakelei. Von daher,
bin ich halt dann auch eher ein Freund davon zu sagen, na gut, dann steige ich halt einfach irgendwo ein, ja, und skaliere mir das Ding halt im Bereich dessen, was halt eben die Struktur im Daily halt hergibt und geht dann halt einfach irgendwo auch wieder raus, ja. Und aber die Wahrscheinlichkeit, dass man das halt zum Ende des Tages hin dann halt eben auch mit einem Plus halt irgendwie beendet kriegt, die ist halt einfach dann auch deutlich höher. Wie wenn ich das jetzt versuche, umgekehrt zu machen, nämlich dann halt eben hier permanent irgendwie Short, ja, wenn der nicht geht, dann setze ich da oben noch einen hin, wenn der nicht geht, setze ich noch einen hin, das ist tödlich, ne? Also das ist halt klar. Aber umgekehrt in Trendrichtung, spricht für meine Begriffe irgendwie nicht so wahnsinnig viel dagegen, trotzdem, ne? Keine Empfehlung, ne? Sondern muss man sich halt eben selber angucken und dann vielleicht auch im Zweifelsfall bisschen länger damit befassen. Das ist halt auch klar, ne? So, trotzdem fände ich es aber jetzt eigentlich gut, wenn wir jetzt hier einmal kurz abgeholt werden und dann halt irgendwie mit 10 Punkten plus da oben rausgehen und dann wäre das ja auch okay, weil die Märkte habe ich ja soweit besprochen. Ach so, genau. Gold, habe ich das jetzt hier auch noch überhaupt drin? Weiß ich jetzt gar nicht. Nicht so. Ah, okay. Weil das war in letzter Zeit auch irgendwie Thema. Da habe ich aber gesagt, unter der 2000, ne, ich kann es jetzt hier nur irgendwie gerade nicht aufmachen. Unter der 2000, da würde ich dann halt irgendwie die Finger davon lassen und es erstmal sein lassen mit Gold Long. Ne, und hat es jetzt ja auch gemacht. Und von daher ist das jetzt erstmal dann auch vom Tisch. Gut. Haben wir den ersten Move ja mitgemacht, der zweite geht für meine Begriffe halt eben so ein bisschen tief. So, also, die Knoppers kommen, 9:30 Uhr, aber auch die irgendwie, denen fehlt auch irgendwie scheinbar die Motivation, sich da halt noch in irgendeiner Form irgendwie zu bewegen. Außer, dass die jetzt halt hier nach unten ausreizen, was ich vorhin eigentlich gerne Short haben wollte. Jetzt aber 20 Punkte dann in die andere Richtung. Der Wahnsinn, der Markt ist 20 Punkte gelaufen. Das ist natürlich nicht komplett irre. So, da könnte man jetzt hier mal, das würde ich jetzt mal machen. Ich versuche jetzt hier mal einen dazu zu bauen. Lass den mal hier kurz weg. Und mal sehen, ob wir da jetzt nochmal einen Versuch nach oben starten oder ob man den halt länger skalieren muss. Also ich würde jetzt halt hier wirklich mit dem Trade folgendermaßen umgehen, ne? Also weil ich werde den jetzt hier nicht mehr zumachen. Ich ziehe auch den Stop jetzt mal weg. Jetzt bitte nicht wieder aufschreien und erschrecken. Das ist ein skalierter Trade, ne? Mit einem dann eben kalkulierten Risiko. Das würde für mich bedeuten, wenn diese oberste Range hier jetzt nicht hält, ne? Sieht gerade so ein bisschen danach aus. Wenn die oberste Range nicht hält, da kann man natürlich jetzt hier sagen, okay, ich gehe dann jetzt hier raus und gut ist, wenn er hier noch irgendwie einen Punkt runterkommt, ne? Weil das hier ist das Low. Kann man machen, kann man sagen, gut, okay, das war's. Bei der Wohler aber, die wir hier haben, ne, wo der Markt hat irgendwie sich so, wo der irgendwie aus, wir haben das letzte beim Dauer auch gesehen, wo ich gesagt habe, ja, da unten eigentlich mal aus der Range raus, ne, da hat er irgendwie, ist er mal 20 Punkte rausgelaufen statt 70, die er eigentlich hätte machen sollen und dann wieder raufgedreht. Das heißt, bei der Wohler finde ich es halt irgendwie wahnsinnig schwierig, jetzt solche kleinen Peaks, wie zum Beispiel den er hier jetzt ja auch gerade macht, der DAX, ne, das heißt, der stochert da unten einmal rein. Vielleicht macht jetzt hier wirklich nur einen Punkt tiefer und dann kommt schon keiner mehr und dann dreht es halt schon wieder um. Und deswegen bin ich halt eher ein Freund davon zu sagen, ey, lieber weniger machen und lieber mehr aushalten, als halt irgendwie zu oft auf den Knopf zu drücken. Ne? Und deswegen würde ich jetzt hingehen und lasse jetzt hier oben erstmal diese zwei Dinger da oben drin und im Zweifelsfalle kommt er halt eben bis hier runter, was völlig in Ordnung ist, bis auf die 770, 780 da unten in diese Zone und drückt sich dann halt eben dort nochmal ab. Ne? Aber jetzt halt hier, wie gesagt, bei dem Volumen und der Wohler, das wir hier haben, da irgendwo mit klaren Triggern, das halte ich für wahnsinnig schwierig. Ne? Also das heißt eben, entweder kriegen wir das und machen dann halt das da draus, ja, oder aber er täuscht es halt nur an und das ist halt eben die Gefahr dabei, bei dem Volumen der Wohler, er täuscht es nur an und macht dann halt eben doch das. Ne? Und deswegen, nämlich dann hier irgendwo zu sagen, ja, ich gehe dann irgendwo, ja, hier die Mitte oder so, weil wenn er da ist, geht er auf jeden Fall darunter. Ich glaube hier gar nichts mehr, ne? In dem Markt, der halt irgendwie einfach komplett auf tote Hose einfach nur noch gepolt ist.
kann irgendwie jeder einzelne Punkt kann irgendwie dann der richtige oder der falsche sein. Ne? Deswegen wäre das halt eher so mein Ansatz, dann halt lieber hier ein bisschen auszuhalten und sich das dann halt eben dann anzugucken. Schade ist natürlich jetzt, ne, weil ich habe ja am Anfang gesagt, ja, ich versuche dann irgendwie 10 Punkte in die eine oder in die andere Richtung mitzukriegen, dass der Markt dann halt irgendwie am Anfang dann irgendwie nur so rumgekraxelt ist, irgendwie 3 Punkte mitgenommen, oben dann halt irgendwie einen Punkt plus und dann jetzt kurbelt er halt unten rum, aber auch nicht wirklich. Aber gut, so ist das halt. Ne? Manchmal muss man halt eben auch mit Situationen zurechtkommen, die einem eigentlich keinen Spaß machen. Aber das heißt ja nicht, dass man dann direkt vom Balkon springen muss und dann halt irgendwie sagen kann, so, das ist irgendwie total nicht mein Tag, das weiß ich nicht. Ne? Das wird man dann am Ende des Tages sehen, aber hier großartig zu agieren, ich glaube nicht. Ne? Du hast doch gar keinen Balkon. Nee, doch, aber ich sitze aber trotzdem unten im Erdgeschoss. Also ich müsste erstmal raufgehen, um runter zu springen. Sagen wir es mal so. Ne? Das funktioniert dann natürlich nicht. Von daher ist das so auch okay. So, was war bei 16.794 wäre Gap Close? Hä? 16, was für ein Gap? Was für ein Gap soll das denn sein? So. Was? Ich sehe irgendwas. Xetra war doch nicht bei 16.794. Oder? Achso, 794. Sorry. Ich habe es falsch verlesen. Ich hab irgendwie irgendwas mit 16.770 irgendwie da im Geiste umgeschaltet, fälschlicherweise. Ja, das kann sein. Ne? Also, weil ich habe ja hier immer nur das 17.30 Uhr drin, aber jetzt irgendwie nicht unbedingt den offiziellen Xetra Close. Da fällt mir gerade wieder im Hinterkopf was ein, beziehungsweise bezüglich einem Add-on, aber okay. Gehört jetzt nicht hierher. So, also hier 2 Punkte rauf und runter. Und dann ausgerechnet auch noch in die falsche Richtung gerade drin. Aber okay, so ist es halt, ne? Nein, den meine ich doch gar nicht. Will ich nicht hier hin. Was habe ich denn hier gerade wieder zurechtgeklickt? Ah, das war okay. Da sind wir. Gut, also, ne, irgendwie jetzt gerade so ein paar Punkte hinter, aber also den hier, würde ich mir dann halt, also das überlege ich mir dann schon, das ist dann halt wieder einer für die schnelle Abteilung. Also ich sag mal, wie ich das halt machen würde, ne? Das heißt, ich gucke jetzt mal, kriegen wir hier einen Stich, irgendwie einen schnellen Stich unter die 16.800, würde ich den mir auch hier kurz einkaufen und den aber relativ schnell auch wieder auflösen. Stabilisiert sich das jetzt hier aber nicht zum Ende der Stunde hin, also mache ich auf keinen Fall jetzt hier nach der Stunde noch eine weitere Position, sondern würde die dann wegnehmen und dann halt eben hier eine Etage tiefer ziehen, nämlich dann auf die 780, 770. Ne? So würde ich da halt rangehen. Das heißt, also hier mit Bedacht und Geduld dann halt eben nach unten skalieren, aber jetzt nicht blind, ne? Sondern so nach dem Motto, ja, ich kaufe hier eine und da noch eine und da noch eine, ne? Würde ich jetzt hier so nicht machen, sondern halt schon die beiden Punkte mir da angucken und dann im Zweifelsfalle, wenn ich den jetzt nachher rausnehmen sollte, weiß ich ja jetzt noch nicht, ne, würde ich den da unten dann irgendwie dann aber auch wieder reingeben. Und so kriege ich dann halt eben ja auch den Break-Even dann auch sauber nach oben geschoben. Und für meine Begriffe ist das dann halt eben auch sinnlos. Und wenn jetzt hier als Beispiel die maximale Positionsgröße, die ich mir halt hier für Stay Trading halt ausgelegt habe, bei normalerweise 20 CFD-Kontrakten dann halt liegt. Und dann kann ich mir die natürlich dann hier halt auch so zurechtbauen und muss da halt nicht unbedingt irgendwie halt alles auf einmal dann halt eben machen. Ich habe das schon ein paar Mal in diversen Live-Tradings ja auch gezeigt, wie man das machen kann. Und da glaube ich, kann man irgendwo blind reingreifen. Also wenn jetzt hier irgendwie ein Anfänger dabei ist, der das noch nie gesehen hat und nicht so ganz versteht, was ich damit meine, das habe ich fast irgendwie schon. Also gefühlt mache ich das jedes zweite Mal so. Ne? Und auch ganz oft mit Erklärung. So, die Stunde ist auch gleich um. Also, ich finde es natürlich auch immer schöner. Ne? Kann mich nur wiederholen, wenn wir das halt irgendwie im
Webinar zumachen, vor allen Dingen, was irgendwie angekündigt ist. Aber auf der anderen Seite wird nur, weil ich da jetzt mal irgendwie hier mal kurz timingmäßig nicht so ganz richtig drin bin, heißt das ja nicht, dass ich dann jetzt hier auch sagen muss, ja, nö, tschüss, sondern ich nehme das mal in Kauf, weil ich sehe halt noch nicht den Grund dafür, echt nicht, ne? Also das ist eher so eine Geduldsnummer, da gucke ich dann einfach in 2 Stunden nochmal drauf und sehe halt dann, was es halt geworden ist, ne? Beziehungsweise ob man da halt nochmal dann agieren muss oder eben nicht, ne? Das wäre so mein Ansatz. So, klar, ne? Vor allen Dingen jetzt hier letztes Trading im Jahr wäre natürlich auch ein schöner Abschluss gewesen. Aber wer weiß, vielleicht steht man heute Abend dann einfach 200 Punkte höher mit der Positionsgröße und dann ist auch alles fein. Ne? Hier kann man bei der Wohler ist, kann man weder irgendwie was falsch noch was richtig machen. Ne? Und daher, das ist eine Frage an dich, Nelson. Wie viele Punkte Spreads sind aktuell bei im DAX? 1,2. 1,2, okay. Ja, der Dow hangelt sich nach oben. Das haben wir, schreibt der Werner gerade, haben wir auch gerade schon gesehen. Klar, der drückt sich nach oben. Das ist aber genau das Ding, ne? Also es kann auch sein, dass wir die Korrelation, also ich glaube auch nicht, dass der DAX jetzt hier irgendwie komplett die Biege macht. Da glaube ich auch noch nicht dran, ne? Aber Korrelation auseinander bedeutet, einer steht zu hoch, anderer steht zu tief. Der DAX steht momentan zu hoch und der Dow zu tief. Also das heißt, wenn irgendwie von beiden Seiten die Korrelation ausgeglichen wird, dann müsste der DAX halt in den Keller und der Dow zum Mond. Ne? Und von daher kann es dann auch sein, dass der DAX dann halt mal ein bisschen nachgibt und der Dow halt eben ein bisschen mehr Gas gibt. Das kann halt schon sein. Ne? Deswegen müssen die jetzt halt nicht da halt unbedingt irgendwie auch in die gleiche Richtung laufen. Ne? So. Okay, ich gucke mal hier gerade mal drüber. Alles kann ich nicht beantworten. Also es hat echt vieles, aber trotzdem echt danke für die Kommentare. Also ich lese alles. Ich muss halt immer nur gucken, was halt hier dann irgendwie auch gerade reinpasst. Ne? Und in die hier in das Live-Trading, was da halt jetzt dann eben auch Sinn macht. Ich bin sehr zuversichtlich, dass diese Woche noch was passiert. Ja, das kann schon sein, ne? Dass da halt noch einiges abgeht. Das ist schon möglich. Aber kann ja mal gucken. Also, wenn es irgendwie zeitlich noch passt, würde ich das auch glatt irgendwie, würde ich da halt noch mal irgendwas machen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Okay. So, bei mir klingelt es hier irgendwie die ganze Zeit. Ich ignoriere das jetzt einfach mal. Woran machst du fest, dass der DAX zu hoch steht? An der Korrelation. Ja. Einfach an der Korrelation. Also ich habe die leider jetzt hier nicht vorbereitet. Der Heiko hat letztens irgendwie, Heiko Behrendt, da irgendwie noch ein nettes Bild dazu gepostet. Man kann das mit dem DAX auch machen. Mit dem DAX auch machen. Also man kann das mit dem MetaTrader und StereoTrader auch machen. Ich habe es aber jetzt nicht vorbereitet. Wo man dann halt einfach sieht, dass die Märkte auseinanderlaufen, also dass die nicht gleichmäßig steigen. Normalerweise haben wir schon eine, also was heißt normalerweise, wir haben eine Korrelation eben zwischen dem Dow und dem DAX. Und die, normalerweise, ne, wenn der Dow steigt, steigt der DAX und umgekehrt halt eben ganz genauso. Und momentan ist es halt eben nicht so. Momentan steigt eben nur der DAX oder es stieg der DAX die ganze Zeit und der Dow halt eben überhaupt nicht. Ne? Und das heißt, die Korrelation weicht an der Stelle dann halt eben vom Normal ab. Und das wird dann auch wieder in irgendeiner Form dann halt eben ausgeglichen. Und deswegen ist es ja dann auch legitim zu sagen, na gut, ich gehe im DAX Short und dafür im Dow Long. Und weil dann ist es ja, also man muss das natürlich schon richtig ausrechnen, ne? Weil ja natürlich halt auch punktemäßig der auch viel höher steht als der DAX. Das muss dann schon irgendwie alles zusammenpassen. Da muss man schon mal 3 Gedanken drüber machen. Das habe ich aber auch mal irgendwann in meinem Blog letztes Jahr oder irgendwann auch mal, glaube ich, relativ recht detailliert dann auch mal gemacht. Und das ist auch super aufgegangen, das Ding. Aber es ist ja halt auch eine Art zu traden, ne? Weil dann ist es einfach komplett egal. Es ist reine mathematische Geschichte. Und es ist einem komplett egal, ob das Ding jetzt halt irgendwie fällt oder steigt. Es ist halt nur wichtig, dass man dann halt eben beide Sachen tradet. Also sowohl
den Dow als auch den DAX. Und nicht einfach nur, also ich sage ja nicht, der DAX steht so hoch, ich sage, der DAX steht so hoch im Vergleich zu dem, wie der Dow gestiegen ist. Das ist ja eine ganz andere Aussage, ne? Weil würde ich sagen, der DAX steht zu hoch, dann könnte ich auch einfach nur den DAX shorten. Das wird nicht funktionieren bei einer Korrelation, ne? Sondern der DAX könnte ja genauso gut stehen bleiben oder auch nur 10 Punkte steigen, ja, während der Dow irgendwie noch 1000 oben drauf liegt. Und dann nutzt man meinen DAX Short überhaupt nichts und die Korrelation ist trotzdem zu. Ne? Mache ich aber gleichzeitig irgendwie den Dow Long und den DAX Short, dann ist es mir egal, auf welcher Seite die Bewegung kommt, weil im Endeffekt habe ich dann halt einfach nur das Mittel, also den Ausgleich ja dahin dann halt eben gehandelt. Ne? Und das ist ja halt der Punkt bei einem Korrelationstrade. Und deswegen sollte man das auf keinen Fall auf die Idee kommen zu sagen, ich sehe ja, der ist ja viel zu tief, dann mache ich einfach nur den, lass den anderen da halt weg und handle so meine Korrelation. Das funktioniert nicht. Ne? Also das funktioniert, da kann ich wirklich nur davon abraten, das so zu machen. Ja, man kann dann eher so, wenn man halt jetzt sowieso als Beispiel dann halt in irgendeinem Markt Long oder Short gehen will, und jetzt nicht nur Korrelation handeln will, sondern nur irgendwie den einen im Auge hat, dann kann man natürlich solche Überlegungen mit dazu bringen, ja. Wenn ich jetzt irgendwie so eigentlich jetzt auf dem Trip wäre, so irgendwie ich sage, na gut, ich will den Dow irgendwie, würde ich gerne noch mir Long irgendwie krallen. Und dann habe ich jetzt natürlich dadurch, dass die Korrelation halt hier auseinander driftet, habe ich dann natürlich jetzt schon irgendwie dann Indiz dafür, nämlich weil der DAX halt eben auch im Vergleich zu Dow zu hoch steht. So ist schon mal einfach 50% der Argumente, die ich brauche, um im Dow long zu gehen. So kann man das halt mit einfließen lassen. Aber jetzt nicht irgendwie halt nur rein die Korrelation oder den Korrelationstrade darauf abstellen, das wird nicht funktionieren. Gut, so, egal wie lange ich quatsche, der Markt bewegt sich nicht. Ich versuche es ja verbal zu überbrücken, aber es gelingt mir nicht wirklich. Und ich glaube, irgendwie, das lohnt sich auch nicht wirklich, jetzt hier irgendwie das auszuhalten, weil ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt noch 13 Minuten lang erzählen soll, um ehrlich zu sein. So, ich würde mir wünschen, der Markt geht jetzt einmal kurz da oben hin, nochmal an das Vortageshoch und dann ist halt auch gut. Gucken, ob er es macht. Ich habe so ein bisschen meine Zweifel, weil wir bewegen uns hier ja wirklich irgendwie in der Range 7, 8 Punkte da die ganze Zeit. Ne? Ein bisschen. Was? Mein Ton fällt immer weg. Das kann gar nicht sein. Ich Nee, sehe hier alles nur, gut. Alles ich gut, habe bei Dirk. YouTube vielleicht, ne? Ich sehe halt hier nur irgendwie, angeblich ist die Bitrate irgendwie nicht hoch genug, aber. Auf jeden Fall, wer sich mehr für das Thema Korrelation interessiert, wir hatten auch zusammen, oder Dirk hat ja bei uns hier mit uns zusammen ein Webinar dazu gemacht, findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Auf die Schnelle werde ich jetzt nicht finden, aber wer Lust und Zeit hat, kann da mal ein bisschen rumstöbern. Ja, es gibt ja nur so ein paar tausend Videos. Genau. Weiß gar nicht, wie viel es mittlerweile sind. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Sehr viele. Ja. Sehr viele schöne Momente mit dir. Das klingt wie eine langjährige Liebesbeziehung, Nelson. Du musst schon ein bisschen aufpassen, was du hier sagst. Ne? Das ist der falsche Ideen aufkommen. Wobei der Nelson sieht schon gut aus. Das muss man schon ja auch mal so sagen. Ich wollte gerade sagen, was willst du denn damit jetzt andeuten? Also. Ach, schön. Ach, war schön. Ja. So, also kriegen wir jetzt noch hier irgendwie die 20 Punkte rauf in den letzten 5 Minuten oder nicht? Ich habe so meine Zweifel, ehrlich gesagt. Also, ne, auch wenn ich jetzt hier irgendwie über 5 Punkte referieren muss. Aber man sieht halt eben das, was ich gerade vorhin meinte. Ne? Man weiß halt nicht, bei der Vola, so irgendwie macht er jetzt noch einen Punkt mehr nach unten, macht er noch zwei, macht er noch fünf. Das ist irgendwie alles so wahnsinnig unzuverlässig dann, ne? Weil einfach nicht genug Volumen da ist. Und dann kann es halt einfach auch sein, dass da halt vielleicht irgend so ein größerer Retailer da halt mal sitzt, ja, und einfach mal halt irgendwie so 20 Future-Kontrakte durchschiebt, in der Hoffnung, dass andere drauf aufspringen, merkt dann,
funktioniert nicht, da ist ja gar keiner und löst dann halt einfach Stück für Stück wieder auf und dann kommt halt eben sowas dabei raus, ne? Oh, guck mal, der Karl. Bei YouTube, Nelson, du kriegst hier Komplimente von unserer. Gilt es für dich? Der Werner hat auch schon geschrieben, dem Dirk kann man stundenlang zuhören. Also hier kommen jetzt hier die Als, Herzchen rüber. ja, als Märchenonkel vielleicht, ja. Was Ach gibt's ja. denn zu Weihnachten, wird hier gefragt. Weißt Ein du, was gibt es zu Weihnachten? Laubbläser. Ein Laubbläser. Genau. Oder hier so eine Soundschussanlage für gegen die Laubbläser. Das wär eigentlich eine sinnvolle. So. Ja, so, why not? So, also vier von den angedachten 20 Punkten haben wir ja schon. Das ist hier sehr spannender als jedes Fußball-WM-Endspiel. Besser als jeder Thriller. Aber ja, so, das ist irgendwie. Die Bewegung Das kommt ist erst, irgendwie. wenn wir hier beendet haben. Bitte was? Sagt, die Bewegung kommt erst, wenn wir hier beendet haben. Ja, ich wollte gerade sagen, du darfst erst gehen. Ich dachte, du hättest gesagt, du darfst erst gehen, wenn der Trade hier beendet ist. Ich wollte mir hier gerade schon mal irgendwie die Füße hochlegen und mal noch irgendwie, keine Ahnung, irgendwas zum Einschlafen. Ist auch eine Option. Lass deine Webcam an. Ich lasse hier die Software laufen und dann. Genau. Und dann spielen wir Weihnachtsmusik im Hintergrund, ne? Das ist eigentlich echt ein Plan. Ja, ne, also ich kann verstehen, wenn ihr da jetzt irgendwie auch langsam irgendwie die Lust, die Geduld verliert. Aber was soll ich machen? Ne? So ist es halt. Hab alle Märkte besprochen, jetzt kann man halt hier nur warten. Deswegen sage ich ja, das macht wahrscheinlich jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn, da halt jetzt irgendwie unbedingt auszuhalten. Dann irgendwie schiebe ich nachher lieber irgendwo ein Posting hinterher bei Facebook oder halt eben einem Live-Chart. Und dann sehen wir, was das Ganze geworden ist. Ich glaube halt so generell kann man das ja schon nachvollziehen, aber ich brauche Wohlamt, um halt irgendwie zu handeln. Und wenn ich die nicht habe, kann ich das Fallbeispiel auch hier nicht zu Ende bringen, ne? Nicht ohne oder. So. Da kommt noch eine Frage von dem Mike. Nee, das ist, müsste ich mir, also habe ich nicht wirklich eine Meinung dazu. Ne? Also meine Meinung ist immer die, alles, was irgendwie funktioniert, was man halt irgendwie was man auch irgendwie immer wieder beweisen kann, das sollte interessant sein und alles andere halt eben nicht. Ne? So die Theorie halt ist alles immer gut und schön. Am Ende zählt halt dann leider die Praxis. Ne? Was der FC hat am Sonntag auch nur eine Nullnummer verbracht. Ja. Der Ich bin Dirk ist nicht sogar kein richtiger Kölner mehr, der soll jetzt ich, aus. ey, jetzt, das tut mir jetzt aber alles. Wie? Nein, aber ich war nur tatsächlich noch nie so wahnsinnig fußballaffin. Von daher, ich sing die Lieder vom FC Köln halt mit, aber und guck mir die WM an und ich glaube, da endet Immer, das Ganze. immerhin, man muss es anders sehen, immerhin haben wir einen Punkt geholt. Okay. Ja, siehst du, nicht mal da kann ich was zu sagen. Also bin ich halt einfach raus. Ne? Das ist halt nicht so, aber ja. Fußball-WM, Das da bin ich wieder ist bei den Kölnern ist es wie Dienstags hier bei uns, läuft einfach nichts. ja, Andreas geht Short. Ja, das ist okay. Lass doch den Andreas Short gehen. Man muss ja nicht immer irgendwie so das Gleiche machen. Finde ich zwar auch immer super. Ich meine, wir haben ja halt irgendwie genau viele Live-Tradings zusammen gemacht. Ich habe auch immer gesagt, ey Mensch, ist ja auch doof, wenn du bist ja long, ich bin short oder umgekehrt. Aber das hat auch ganz oft funktioniert. Ne? Von daher, die Frage ist ja auch immer, ne? Also das kann ich ja halt irgendwie immer wieder und immer wieder unterstreichen, ist, wenn der eine long ist und der andere short, da würde jetzt irgendwie so ein Außenstehender von der Börse würde da sagen, ja, dann gewinnt der eine und verliert der andere. Nein. Nein, sondern die nächste Frage, die da halt eigentlich immer dahinter kommen muss, ist Zeithorizont. Ne?
Weil der Andreas kann es, oder es spielt ja Player A, Player B, nennen wir sie mal so, ja. Wenn der eine für 5 Minuten oder für eine Stunde in irgendeine Richtung unterwegs ist und der andere dann aber eben für das Vier- oder Achtfache von der Zeit in die andere Richtung, dann können beide können da halt positiv da rauskommen. Das ist überhaupt gar kein Widerspruch. Es ist immer nur der zeitliche Horizont, der dann halt am Ende halt eine Rolle spielt. Weil so könnte man auch sagen, dann würde ja Short nie aufgehen, weil nämlich über die Jahre betrachtet steigt ja auch jeder Index. Ja. Aber das ist ja halt auch Quatsch. Auch da ist ja der Unterschied nur der Zeithorizont. Ne? Deswegen alles gut. Ne? Darf man das nie vergleichen. Gut, so, ihr Leute, ne? Das macht irgendwie gerade so wenig Sinn, da halt jetzt irgendwie sich festzukrallen. Also ich habe es ja gerade erklärt, wie ich das halt handle, wo ich nochmal rein und wo rausgehe. Und dann wird man das Ding wahrscheinlich dann irgendwie zum Ende des Tages auflösen müssen. Aber das hier ist irgendwie viel zu wenig, um da jetzt halt noch in irgendeiner Form aktiv zu werden. Ne? Also so sehe ich das halt jetzt erstmal. Und die Vola als auch das Volumen viel zu dünn, um da jetzt noch irgendwas irgendwie zu machen oder sich aber auch nur überhaupt den Kopf zu zerbrechen darüber, was man damit jetzt anfangen kann. Man kann nichts damit anfangen. Es ist einfach, wie es ist, aber halt auch irgendwie nicht Grund genug jetzt zu sagen, ja, die Idee war gut, Umsetzung schlecht. Finde ich nicht, finde ich tatsächlich nicht. Also ich bin ja halt auch echt immer so mein größter Kritiker, aber finde ich es halt nicht, ne? Sondern er steht da oben rum über der 800, jetzt erstmal unterhalb diesem Cluster da oben, mehr nicht, ja. Und ob das jetzt irgendwie hier hält, mit der nächsten wieder raufkommt, ob wir jetzt dann halt da unten das sehen, keine Ahnung. Ja, so irgendwie mit vernünftig viel Wohler hätte ich dann natürlich schon längst reagiert, beziehungsweise Volumen. Aber so nicht. Von daher kann ich nicht mal sagen, irgendwie falsch gemacht. Nö. Da kann ich nur sagen, ja gut, hättest du vielleicht heute gar kein Live-Trading machen sollen. Aber das wollte ich natürlich nicht, ne? Halt einfach wegen, weil der Markt halt so steht, das wäre dann halt eher dafür ein Grund, aber nö, das ist schon okay so. Das wird auch schon noch irgendwie aufgehen und nur halt jetzt eben dann halt nicht leider an dieser Stunde. So sehe ich das halt. Ja, ganz kurz noch, Mike fragt, kann man sich bis hier oder das Market Profile anzeigen lassen? Nee, kann man nicht, nur das Volumenprofil. Gut, so, noch jemand irgendwelche Fragen, irgendwelche Geschenke, noch jemand irgendwie loswerden will? Noch geht's, Nein, nein, ansonsten. die hier kommen schon verrückte Ideen, wie zum Beispiel, dass du heimlich nach Düsseldorf gezogen bist. Also wir müssen das Webinar beenden jetzt. Heimlich nach Düsseldorf, nein, 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 nein. Bin nur mal ganz kurz so vor die Kölner Grenze, aber immer noch auf der richtigen Seite, nicht etwa da hinten rum, da so, wo die ganzen Das stimmt Pseudo-Kölner sind. allerdings. Das Ja, stimmt. und die da. Und die dann glauben, ach, das ist ein Thema für sich. Das verstehen nur Kölner. Oder zumindest, ich meine, ich bin ja auch nicht hier geboren, aber wohne schon lange genug hier. Aber da gibt's halt so, ne, links und rechts rheinisch. Und alles, was rechts rheinisch ist, das sagt der Urkölner schon, das ist schon gar nicht mehr Köln. Ja, und die wohnen dann noch außerhalb der Stadtgrenze und bilden sich dann ein, sie wohnen nah an Köln und sind eigentlich im Dschungel. So. Oder Nelson auf den Punkt gebracht, irgendwie. Da ist jetzt schon wieder politisch hier. Vom Prinzip ist es aber schon so. Ich meine, das war ja auch tatsächlich nicht immer Köln, ne, da drüben. Wogegen hier, wo ich jetzt wohne, das war mal Köln. Das ist nur irgendwann mal ausgegliedert worden. Gut, aber ja, ich muss doch irgendwie die Zeit totschlagen. Aber es hilft alles nichts, ja. Wir haben jetzt noch, Das das wird ist heute irgendwie nichts mehr. 10 Uhr. Nee, es bringt nichts mehr. Also seht es mir nach, wenn ich hier mal kurz irgendwie ausufere. Und ich will jetzt auch irgendwie das letzte Webinar des Jahres nicht mit zu viel Quatsche beenden. Und von daher machen wir jetzt an der Stelle dann auch jetzt mal Feierabend. Also guckt euch das an, erklärt habe ich's. Und wie das dann halt ausgeht. Wir werden sehen. Auf jeden Fall von meiner Seite an der Stelle, jetzt nicht gleich weglaufen, ja, bleibt mal kurz noch da. An der Stelle auf jeden Fall ein riesengroßes Dankeschön fürs, nicht nur fürs Dabeibleiben dieses Jahr, sondern halt eben ja auch beim
mithelfen. Ich habe ja halt jetzt auch dieses Jahr angefangen mit dem Streaming, ne, mit dem regelmäßigen Streaming, das ich am Anfang halt ein bisschen übertrieben habe von der Frequenz her, jetzt aber ein bisschen zurückgefahren und das wird sich noch irgendwo einpendeln. Und da halt eben auch eine, wie soll ich sagen, Community ist immer so ein komisches Wort, aber halt eben auch so eine, ich finde das richtige Wort nicht, das zu beschreiben. Was ich sagen will, ist, es sind halt irgendwie doch recht viele da eben immer regelmäßig dabei und es hat eine sehr, sehr hohe Frequenz in sehr kurzer Zeit gewonnen. Das macht mich natürlich echt happy. Da bin ich natürlich auch ein bisschen stolz drauf. Aber das geht natürlich dann halt eben auch nur mit euch. Und deswegen an der Stelle ein Dankeschön dafür, dass ihr mir da die Stange haltet und da halt eben auch dabei bleibt und wie es aussieht, ja auch drüber redet und irgendwie das gut findet und da halt auch irgendwie Feedback abgibt. Das fand ich halt sehr, sehr schön. Das war so eins von den Highlights, finde ich, dieses Jahr. Und eben die Zuschauerzahlen über YouTube, über den Kanal und so weiter. Wie gesagt, danke. Und natürlich auch an Nelson, ne, der mir hier schon jahrelang Händchen hält bei den ganzen Webinaren und mich da immer wieder erträgt und aushält. Natürlich auch an FXLED, an die ganzen Mitarbeiter. Und dass wir das halt hier eben machen und wie er auch schon gesagt hat, wir werden es nächstes Jahr auch wieder machen. Und da freue ich mich natürlich auch drauf. Ja, ansonsten bleibt mir jetzt hier nur irgendwie, also diejenigen, die ich nicht mehr sehen werde, es könnte schon noch sein, dass ich dieses Jahr noch irgendwie noch ein, zweimal Live-Trading mache, aber jetzt hier in der Runde von FXFlat jetzt nicht mehr, wenn dann halt eben auf YouTube alleine. Also da auf jeden Fall sage ich halt dann natürlich, abonniert den Kanal, dann kriegt das halt dann ja auch mit. Und ansonsten an FXLED und den Nelson sage ich schon mal an der Stelle schöne Feiertage demnächst, ne? Und ich freue mich aufs nächste Jahr. Ja, ich muss ja aber natürlich noch sagen, das ist dann auch abhängig von dir, dass du ja noch oder wir haben ja noch ein Versprechen einzuhalten. Und dann müssen wir ja noch gucken, irgendwie, dass wir da einen Termin finden. Aber es wird nicht vergessen. Und ja, der Norbert ist, der erinnert mich auch schon fast täglich daran, gefühlt. Zu Also, Recht. ja. Nein, das versuchen wir wirklich durchzuziehen. Das ist ja wirklich versprochen worden und das werden wir einhalten. Ansonsten hast du schon alles gesagt. Ich bedanke mich auch bei allen. Ich werde nicht so viele Worte verlieren, sonst werde ich noch sentimental. Und nein, also ich finde das super, eine super Community. Auf der einen Seite die Stereo-Trader-Familie, würde ich so sagen, weil das sind, wie du gesagt hast, schon sehr viele, Das war das die richtige Wort. wirklich schon Jahre dabei sind und immer wieder hier uns unterstützen und dich natürlich. Und ja, und von daher auch ein riesen Dankeschön an alle, die hier immer regelmäßig dabei sind. Und ja, nächstes Jahr machen wir genauso weiter. Hoffentlich dann auch wieder mit mehr Wohler und nicht so wie die letzten Wochen. Ansonsten wünsche ich euch natürlich auch schöne Feiertage, falls wir uns nicht mehr hören oder sehen. Vielleicht auch in anderen Formaten noch diese Woche. Bleibt gesund, habt viel Spaß mit der Familie, lasst die Märkte auch mal Märkte sein lassen. Diese Woche aber noch nicht, wird noch spannend. Und dann würde ich sagen, bis nächstes Jahr. Jetzt habe ich versucht, das so ein bisschen zu strecken. Vielleicht passiert im Hintergrund noch was, Dirk, mit dem Markt. Passt. Passt. Naja, guck mal, er macht schon Gaps nach oben, ey. Ich habe so aus dem Augenwinkel, habe ich gesehen, dass er sich bewegt. Der Markt kriegt mit, dass wir Schluss machen. Schon sofort rennt er ins Ziel. Wieder zu lustig. Ja, ich sag ja, einfach hier in Ruhe lassen und das ist schon okay, ne? Aber jetzt haben wir hier zumindest in den letzten 5 Minuten haben wir hier in Richtung Gewinn uns weiter vorgearbeitet. Das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Gut, aber wir machen jetzt hier trotzdem Schluss. Und auch wenn er jetzt hier noch auf letzte Sekunde, und das macht er, das sehe ich irgendwie gerade auch schon kommen, auf die letzte Sekunde noch in den Profit rennt, was natürlich dann halt ein netter Abschluss ist. Ne? Aber kann man dann jetzt noch so dicht machen, wenn man will, und sagen, gut, ich habe noch einen Punkt gemacht. Aber das ist ja Quatsch, es geht nicht um Eitelkeiten. Es geht ja darum, irgendwie, wie man mit dem Markt halt generell im Daytrading umgeht und dass man ja halt eben auch für sich was mitnehmen und was lernen kann. So, das war aber dann jetzt mein Schlusswort. Ich sage Dankeschön
freue mich aufs nächste Mal. Der Viel Nelson Erfolg, viel genauso. Spaß diese Woche noch. Ja. Bis demnächst. Bis dahin. Ciao.